Gute zusammen. Moin, Servus, Grüezi, Konnichiwa und so weiter und so fort. Hier ist der Stolle. Hier ist ein neues, frisches Concussion-Protokoll in der Sommerhitze. Ich hatte überlegt, das in so einem kleinen Kinderpool heute zu machen. Aber dann dachte ich, ich sehe so schon schlimm genug aus. Das will ich euch nicht antun. Und die Podcastler hätten ja eh nichts davon gehabt. Also, ganz ohne Pool und lauwarmes Pisswasser. Ein neues Concussion-Protokoll und ein paar witzige, bunte Themen. Und los geht's. So. Nee, anders. Top-Thema diese Woche ist eigentlich ein Thema aus Sag mal Stolle. Ihr seid also schuld. Und zwar der Paralympic-E-Sportler. Ganz genau, du bist es. Denn deine Frage war, sag mal, welches Team könnte den Ausfall ihres Starting Quarterbacks am besten kompensieren? Wer hätte Probleme? Und dann dachte ich mir, das ist ein sehr gutes Thema, auch jetzt für die Jahreszeit, um mal so ein bisschen durchzugehen durch die Quarterback-Riege, die zweite bzw. dritte bei allen NFL-Teams, ist natürlich ehrlich gesagt noch ein bisschen offen. Ich orientiere mich hier an den Depth Charts von Arrowheads, weil eigentlich die offiziellen Depth Charts sind noch lange nicht da draußen zu finden. Hier und da findest du zwar mal eine auf der Website, aber die ist dann auch schon oft Monate alt, insofern orientieren wir uns erstmal daran. Das heißt, die eine oder andere Backup-Position ist auch noch offen. Und ich habe mir gesagt, ich unterteile das in mehrere Gruppen, gibt dem Ganzen dann auch immer noch einen spannenden, spektakulären Titel. Und dann labere ich ein bisschen runter, warum derjenige wie in welcher Gruppe landet. Fangen wir natürlich mit dem Guten an. Ne? Und hier ist der Titel. Dramatische Musik, here to save the season. Das sind also Jungs, wo ich mir sicher bin, wenn die rein müssen, dann ist alles möglich weiterhin. Dann ist der Abstand zum eigentlichen Starter nicht so groß. Natürlich ist ein Starter nie einfach so zu ersetzen, deswegen ist das ja in den meisten Fällen auch. Aber das ist der Abstand nicht so groß. Das sind erfahrene Spieler, das sind Spieler, die das Potenzial haben, auch ein Team zu führen und eben nicht einfach nur. Ich meine, der Job eines Backup-Quarterbacks ist ja eigentlich, Fehler zu vermeiden in erster Linie. Ja, und das sind Jungs, die Fehler vermeiden, die aber auch das Spiel gut genug beherrschen, um ein Spiel gewinnen zu können für dich. Ganz vorne Tyrod Taylor von den Chargers, ganz klar. Er hat es bewiesen bei verschiedenen Teams. Der würde reinkommen können bei den Chargers, auch aufgrund des Rosters, der jetzt um ihn rum ist. Und ich glaube, da würden die Chargers nicht so wahnsinnig viel verlieren. Brian Hoyer bei den Patriots. Ich gehe davon aus, dass er Jared Stidham dieses Jahr noch hinter sich lassen kann. Extrem erfahrener Mann und einfach einer, dem Belichick auch blind vertraut. Deswegen glaube ich, der würde das auch ziemlich locker. Ich meine, wir haben es ja schon mal gesehen mit Matt Castle. Das kann funktionieren und ich glaube auch mit Brian Hoyer würde es funktionieren. Ich glaube auch Jacoby Brissett in Indianapolis. Natürlich spricht es nicht für ihn, dass es kein Interesse von irgendwelchen anderen Teams gibt, ihn aus Indianapolis wegzulotsen. Ich glaube aber, dass er mit der Erfahrung, die er sammeln konnte, auf jeden Fall jemand ist, dem man ein Team an die Hand geben kann und sagen kann, du wirst uns jetzt hier einfach weiterführen und es wird einigermaßen funktionieren. Es ist kein Andrew Luck, keine Frage, aber ich glaube, dass die Colts dann nicht sofort am A-Punkt wären. Ryan Tannehill in Tennessee, sicherlich auch einer der spannendsten Backups, weil die Frage natürlich im Raum steht, naja, mal schauen, wie lange der überhaupt Backup ist. Alle gehen davon aus, dass Mariota früher oder später sich verletzt. Und dann ist es sicherlich ein Spieler, der die Erwartungen, die in ihn gesteckt wurden, zwar nie erfüllen konnte, aber auch gezeigt hat, dass er absolut in der NFL einen soliden Starting-Job hinlegen kann. Und hier to save the season habe ich noch Case Keenum. Das liegt jetzt daran, dass tatsächlich bei Arrowheads Dwayne Haskins als Starter geführt wird. Ich gehe jetzt mal auch von dem aus. So, wenn wir es andersrum gehen würden und sagen, nee, Case Keenum ist der Starter, dann wäre das Ganze nicht unter Here to Save. Also angenommen, Case Keenum ist der Backup, Dwayne Haskins setzt sich durch, dann glaube ich, dass sie das mit Case Keenum auf jeden Fall weiter durchziehen könnten, weil er es auch schon bewiesen hat, weil Washington eine starke O-Line hat, ein starkes Laufspiel hat. Das sind natürlich Dinge, die ihm sehr entgegenkommen. Auch einem Colt McCoy sollte der am Ende
Backup werden. Anders wäre es natürlich, wenn wir dem Arlets nicht glauben und sagen, naja, Haskins geht als Nummer 2 ins Rennen. Dann wäre es natürlich nicht unter Here to Save the Season, sondern in einem anderen Bereich, da kommen wir gleich noch zu. Die nächste Gruppe heißt Not All is Lost. Wenn die Jungs reinkommen, ist das schon ein deutlicher Schritt nach hinten und du schraubst deine Offense schon deutlich nach unten. Aber es sind Jungs, die in der NFL gestartet haben, die auch ordentliche Spiele hingelegt haben, die Erfahrung haben und die eben genau diesen klassischen Backup darstellen. Und dieses Just don't lose the game, ja, dieses komm rein, spiel sauber, mach keine Fehler und um den Rest kümmern wir uns. Das ist auch die größte Gruppe. Trevor Siemian bei den Jets. Ich setze ihn jetzt mal als Nummer 2. Bin aber gespannt mit Webb und Fork noch hinter ihm, ob das auch am Ende so sein wird. Ist immer noch ein junger Mann, hat aber relativ viele Starting Experience und wäre sicherlich eine solide Option. Das gleiche geht für Drew Stanton in Cleveland. Hallo, der ist als Starter 11 und 6. Scheiße, eine Wespe. Eieiei. Unter welche Gefahren ich mich hier aussetze, um für euch eine Sendung zu machen. Also, Drew Stanton ist für mich der Inbegriff eines sehr soliden Quarterbacks als Backup, mit dem du definitiv ordentlich leben kannst. Also sollte dem Quarterbacker irgendwas passieren, wären die Browns jetzt nicht ganz so schlimm dran. Natürlich ist es ein anderes Level, nicht so mobil und so weiter und so fort. Aber gerade seine Bilanz als Starter 11 und 6 zeigt mir, ja, ist okay. Chad Henne bei den Chiefs. Für mich natürlich ein brutaler Abfall. Ne? Also wenn man von Mahomes zu Chad Henne kommt, dann weißt du, die Offense kann und wird nie auch nur ansatzweise dieselbe sein. Weil allein dieses Improvisationstalent ist nicht vorhanden. Aber ist lange in der Liga und sehr erfahrener Mann. Ja, not all is lost. Passt genau dahin. Mike Glenn in Oakland habe ich da auch noch mit reingepackt. Tut einem ja schon so ein bisschen leid. Immer wieder kriegt er eine Chance, um dann doch keine Chance zu bekommen. Hier in Oakland für mich die klare Nummer 2. Ist eine solide Option und wird dir wahrscheinlich nicht jedes Spiel gewinnen, aber auch nicht jedes Spiel verlieren. Selber geht für Tom Savage in Detroit, war auch schon Starter, hatte da ein paar ordentliche Momente, hatte auch ganz schlimme Momente, aber für mich eine schöne, ordentliche Option, wenn es schief gehen sollte. Atlanta, Matt Sharp. Wusstet ihr, dass der Typ überhaupt noch erlebt? Mann, dann gehen wir, Matt Sharp, ey. Der ist schon ewig im Stadion. Ja, das ist natürlich ein ganz erfahrener. Unheimlich viele Saisons gestartet, vor allem in Houston. Hat in den letzten 3 Jahren nur 10 Pässe gespielt. Das ist sicherlich was zu denken geben sollte. Hat aber seinen Arm auf jeden Fall geschont. Sollte mit Ryan irgendwas passieren, dann so schieben sie halt den anderen Matt rein und dann, das klingt auch gut. Sollte Matt Ryan was passieren, schieben sie den anderen Matt Ryan. Ich schmeiß mich weg. Also, Matt Sharp würde Atlanta schon eine solide Option geben. Teddy Bridgewater bei den Saints ist hier auch. Da werden jetzt vielleicht einige sagen, ja, aber der müsste doch in die erste Gruppe gehören. Das ist halt die Frage mit Teddy, ne? Also Teddy hat jetzt nun eigentlich kaum gespielt in den letzten, 3 Jahren. Und selbst als er noch in seinem Rookie-Contract in Minnesota war, hat er ja nicht alle weggeblasen, sondern es war ja eher so, dass man gesagt hat, jetzt kommt die Saison, in der er, ne? Dann kam die Verletzung und the rest is history. Und die Tatsache, dass er sich entschieden hat, da zu bleiben, anstatt wirklich irgendwo intensiv nach einem Starting-Spot zu suchen, die wirft halt auch so ein bisschen Fragen auf über das, was er sich selber noch zutraut. Deswegen würde ich sagen, schieben wir ihn in die Gruppe. Vielleicht, ja, vielleicht wäre er bereit, diesen nächsten Schritt zu machen und allen zu zeigen, ja, ich bin die Granate, die gedraftet wurde, ist aber halt jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und ein paar Jahre konnte er es nicht zeigen und durfte es er nicht zeigen. Deswegen müssen wir ihn erstmal hier lassen in der Gruppe und einfach mal gucken, was kann der Mann überhaupt noch.
Der nächste, der in dieser Gruppe ist, ja, da wissen wir genau, was er kann. Und da wird der Aufschrei gleich groß sein. Wie kann man denn Blake Bortles mit in diese Gruppe nehmen, wenn der spielt, ist doch alles verloren, herkommt. Also der Blake ist sicherlich der Blake. Aber ein Sean McVay hat den jetzt nicht geholt, damit er nur Wasserträger ist, sondern der wird auch in dem Bortles Dinge sehen und sagt, ja, komm, da kann ich mitarbeiten und in unserem System weiß ich, wie ich ihn einsetzen müsste, damit er es nicht komplett verbockt. Also da würde ich mir allein wegen der Waffen, die das Team hat und wegen des Coaching-Staffs eben nicht so in die Hose machen. Sondern er wird schon not all is lost. Er wird auch Dinge hinbekommen. Und letzter in dieser Runde ist Chase Daniel. Chase Daniel hätte ich eigentlich, wenn wir jetzt ein Jahr zuvor gewesen, hätte ich ihn in eine andere Gruppe gepackt. Aber tatsächlich durfte Chase Daniel 2018 dann endlich auch mal wirklich Quarterback spielen. Geht ja schon in seine 10. Saison, ist also sehr erfahren und war eigentlich gefühlt 9 Jahre davon Handtuchhalter. Und dann letztes Jahr musste er rein, Trubisky fiel ein paar Spiele aus und das hat er ordentlich gemacht. Und deswegen fällt er in diese Gruppe, not all is lost. So, kommen wir zur nächsten Gruppe und die schimpft sich, a chance to impress. Da habe ich zwei Jungs, wo ich sage, das sind so die klassischen, sage ich jetzt mal, Mr. August, die jetzt schon so im August vielleicht punkten können, wo wieder dann Überlegungen über Trades und Tralala kommen, die gibt es ja auch jedes Jahr. Und Jungs, die, wenn sie nochmal spielen müssten, durchaus eine Chance haben zu sagen, hey, guck mal, kauf mich. Das ist zum einen Nick Mullins bei den 49ers. Der muss sich natürlich erstmal gegen den Behart durchsetzen. Glaube aber, das würde er tatsächlich schaffen. Und dann, mit dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, und wenn er es nochmal in der Preseason zeigen würde und womöglich nochmal in der Saison zeigen müsste, keiner weiß, wer weiß dann schon, wie viele Spiele Jimmy Garoppolo durchhält, bevor es wieder Knacks macht. Aber dann könnte natürlich Nick Mullins jemand sein, der eben andere impressen kann und sagt, ja, hier, warte mal, ich mache mal mein Checkbuch auf. Dasselbe gilt meiner Meinung nach für Sean Mannion. 4 Jahre war er Backup bei den Rams. Ich habe ihn am College gesehen, war immer recht angetan von ihm. Und ich kann mir vorstellen, obwohl man eigentlich sehr wenig von ihm gesehen hat in der NFL, könnte ich mir vorstellen, dass das wäre einer, der könnte auch funktionieren. Gerade auch Minnesota, die O-Line ist verbessert, das Laufspiel wird rocken, krasse Receiver. Da kann man auch überleben und tatsächlich ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, wenn man spielen müsste. Die nächste Gruppe nennt sich The Future. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Daniel Jones, Drew Lock, Josh Rosen. Und wenn eben die Redskins ihre Quarterback-Situation doch anders haben, Dwayne Haskins. Das sind die Herren, die reingehören. Erklärt sich von selbst. Ne? Aktuelle Draftpicks letzte Saison. Hohe Erwartungen. Früher oder später sollen sie den gestandenen Quarterback, der da ist, ersetzen. Lustigerweise stand bei Miami Josh Rosen bei RL als Starter drin. Ich glaube dem nicht. Deswegen habe ich das da mal wirklich andersrum gesehen. Sage, hey, der Fitzmagic ist da der Starter erstmal. Kann aber auch noch anders kommen bis zur Saison. Der Fitzmagic würde natürlich dann in die erste Gruppe kommen. Here to save the season, das kriegt er schon hin. Ja, spannend finde ich noch bei Daniel Jones die Situation hinter ihm mit Kyle Letter und Alex Tamay. Haben die Giants schon eine extrem tiefe Quarterback-Gruppe im Vergleich zu den meisten anderen Teams? Bin ich sehr gespannt. Also erstmal muss der Jones sich ja gegen die beiden durchsetzen und dann auch, was passiert mit den beiden. Also gerade ein Kyle Letter, den ich echt mochte, als er aus dem College kam, er ist eigentlich so ein Jimmy Garoppolo-Klon. Bin ich überrascht, da bin ich gespannt, wo es mit dem weitergeht. Bin ich sehr gespannt. Nächste Gruppe. The Question Mark. Fragezeichen. Das sind so die Jungs, wo es schwer ist, die Jungs überhaupt einzuschätzen. Fangen wir an. DeShone Kizer bei den Packers.
Wir wissen alle, wie er als Starter performt hat in Cleveland. Wir wissen aber auch alle, da waren immer Momente, wo du dachtest, deswegen. Ja, und dann waren immer die vielen anderen Momente, dass deswegen. Also, ich war seinerzeit schon überhaupt nicht dafür, dass er aus dem College geht. Hat sich bewahrheitet. Aber wo kannst du denn besser lernen als von dem Aaron Rodgers? Jetzt kommt ein neuer Quarterback-driven Coach hier, der, glaube ich, auch einem DeShone Kizer nochmal ganz viel beibringen kann. Und auch, also ich glaube, wenn er spielen müsste, würde er viel besser aussehen als in den Jahren zuvor. Aber wissen tun wir es nicht. Deswegen Fragezeichen. Dallas kommt hier mit rein. Cooper Rush. 3 Pässe für 2 Yards in 2 Jahren gemacht. Den hat quasi keiner je gesehen. Und deswegen ist das ein riesengroßes Fragezeichen. Was kann der Mann überhaupt? Manche fragen sich, wer ist der Typ überhaupt? Pittsburgh, Mason Rudolph. Der Mason, der muss sich ja erstmal gegen Joshua Dobbs durchsetzen. Aber natürlich soll Mason Rudolph die Zukunft sein. Aber ist er sie tatsächlich? Ich bin mir nicht so sicher, dass er wirklich als Nummer 2 in die Saison geht. Und das wird ein interessantes Quarterback-Battle hinter Big Ben. Und beide wären ein großes Fragezeichen, wenn sie spielen müssten. Und auch in Cincinnati finde ich es spannend. Auch das Duell, was Jeff Driscoll durfte ja letztes Jahr am Ende ran. Also das ist so ein Quarterback, wo ich mich, du hast aber jedes Jahr hast du so 3-4 Typen, wo man sich einfach fragt, wie zum Henker konnte der einen NFL-Vertrag bekommen und andere nicht. Ich weiß es nicht, was die Bengals und Driscoll finden. Ich glaube, dass Ryan Finley klar der bessere Quarterback ist. Aber ist Ryan Finley jetzt wirklich ein, also könnte der die Saison retten? Aktuell sicherlich noch nicht. Und in Zukunft, weiß ich auch nicht. Also ist, finde ich, schwierig einzuschätzen. Aber spannend hier auch überhaupt, wer die Nummer 2 wird. Ich würde auf Finley tippen. So, 2 Gruppen haben wir noch. 2 Gruppen. Die erste hat den langen, haltet euch fest, Namen. You know the name, but you've never seen me play. Klärt sich auch von selbst, ne? Typen, schon mal gehört, ja. Ist der Kicker? Ach, der ist Quarterback. Und wo in Kanada? Also Typen, ich lese euch die Namen vor, dann ist es klar. Tanner Lee. Ihr wüsstet jetzt nicht mal, wo der spielt. Kutsche, du müsstest es wissen. Genau, Jacksonville. Tanner Lee, das ist auch, wer ist Tanner Lee? Hat der je einen Ball in der Hand gehalten? Für Tanner Lee existieren einfach keine Stats in der NFL. Deswegen wäre das so ein, wenn der plötzlich spielen müsste, wäre schon so ein, dann würden alle in den Stands sitzen, Alter, guck mal in Google. Sein Konkurrent Gardner Minshew ist natürlich aufgrund des Drafts und aufgrund seiner wahnsinnig geilen Saison für Washington State wahrscheinlich mehr ein Begriff, Football-Fans da draußen. Bin gespannt, ob sich daraus überhaupt ein Battle entwickelt bei den beiden. Ob der Minshew wirklich NFL-ready ist. Ich zweifle es ein bisschen an. Nächste Runde. Carolina, Taylor Heinicke. Natürlich denken wir alle sofort ans Bier. Völlig klar. Cham. Passt ja auch. Durfte letztes Jahr ran nach Cham. Prost. Verletzung. Ich habe nichts zu trinken hier. Frechheit. Aber viel Wissen tun wir über den guten Mann immer noch nicht. Sein Konkurrent ist jetzt Will Greer. Auch hier würde ich sagen, College Football, Draft Pick, haben wir in letzter Zeit wahrscheinlich mehr darüber gehört als über den Heinicke-Mann. Und dritter im Bunde ist, und hier finde ich, ist ein sehr spannendes Quarterback-Battle, die Eagles. Nate Sudfeld durfte natürlich hinter Nick Foles erstmal zuschauen, jetzt die letzten Jahre. Hat in 2 Jahren 20 Pässe geworfen, angebracht von 25. Also das ist ja schon mal nicht falsch, aber was heißt das schon, über 2 Jahre? Nate Sudfeld, den habe ich tatsächlich auch mehrmals spielen sehen im College. Hat aber auch tatsächlich noch intern Konkurrenz mit Cody Kessler und Clayton Thorson. Auch Kessler ist mittlerweile ein relativ gestandener NFL-Quarterback, durfte auch schon starten. Thorson ist für mich kein uninteressanter Rookie.
Denke mal, dass Sattfeld sich hier durchsetzen wird, aber dann sagst du halt auch, wenn der spielt. Boah, es passiert jetzt. Deswegen, you've never seen me play. Und die letzte Gruppe, und das ist dann wirklich die Gruppe, die der Name eigentlich alles sagt, Down and Out. Das sind, glaube ich, die Jungs, wenn die spielen müssen, sehe ich eher schwarz, dass die Saison sich noch in irgendeiner Weise einem Guten zuwendet. Ne? Question mark könnte passieren bei den Jungs, weiß man nicht. Future, ähnlich, ist ja auch ein Question mark. Du erwartest, dass da, ja, dass die Jungs das Team führen, aber das kann auch anfangs erstmal schief gehen. Und die Typen, von denen du den Namen nicht kennst, ja, weiß der Geier, was mit dem passiert. Aber bei Down and Out bin ich mir sicher, hast du die Arschkarte. Matt Barkley in Buffalo. Muss sich durchsetzen noch gegen Tyree Jackson, Rookie Quarterback. Aber ich glaube, das wird ihm schon noch gelingen. Aber Matt Barkley ist natürlich erfahren mittlerweile. Aber für mich kein Typ, mit dem du viele Spiele gewinnst. Also ich glaube, da wäre Buffalo auch aufgrund dessen, wie Buffalo aufgestellt. Ich mag die Bills dieses Jahr, keine Frage. Aber mit einem Backup-Quarterback hättest du da echt ein Problem. Der Name, der vielleicht ein bisschen überrascht in der Gruppe, aber ich glaube, RG3, das wird nichts mehr. Ich glaube, als Lehrmeister ist das alles in Ordnung, aber vor allen Dingen als Warnung. Aber ich glaube, wenn er nochmal spielen müsste, sehe ich eher schwarz. Blaine Gabbert und Ryan Griffin streiten sich in Tampa Bay. Hier. Für mich ist Bruce Arians ein absoluter Quarterback-Flüsterer und hat der wirklich schon mit den größten Gurken Spiele gewonnen. Aber ich glaube nicht, dass die Bucks stabil genug sind, um in diesem Jahr mit einem der beiden Spiele zu gewinnen. AJ McCarron in Houston, oh, was haben wir vor einem Jahr noch? Oh, AJ McCarron fights for his starting job, bla bla bla. AJ McCarron hat vielleicht eine hübsche Frau, aber Quarterback spielen ist nicht so sein Ding. Wenn er hinter dieser O-Line in Houston spielen müsste, gute Nacht, Marie. Noch schlimmer als die Cardinals erwischt, Brett Hundley, auch wenn er erzählt, er gibt den Job hier nicht einfach dem Murray, doch tust du. Das dazu zu sagen. Und für mich die wirklich beschissenste Backup-Quarterback-Situation der NFL haben, ihr habt schon mitbekommen, ja, sie fehlen, die Seattle Seahawks. Paxton Lynch und Geno Smith, alter Schwede, der Eisverkäufer und der Draftbust. Wahnsinn. Also Gino Ginelli ist für mich auch wieder eines dieser Phänomene. Wieso ist der Mann noch in der NFL? Und Paxton Lynch ist natürlich ein Wahnsinns-Draftbust und wenn einer von den beiden spielt, wenn der Russell Wilson kaputt wäre, gute Nacht, Marie, nochmal, mal hoch zwei. Also da würde in Seattle, glaube ich, sämtliche Lichter ausgehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass einer von den beiden auch nur ansatzweise vernünftig performen könnte. Es wäre ein trauriges Schauspiel, bin ich mir ganz, ganz sicher. So, jetzt sind wir hier einmal durch alle Teams durchgerasselt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Könnt mir gut vorstellen, dass ihr den einen oder anderen ein bisschen anders seht, tiefer oder höher. Freue mich vor allen Dingen auf die Reaktion der Seahawks-Fans. Also, das war mein Top-Thema für diese Woche. Vielleicht habt ihr wieder in den Kommentaren Ideen, wo ich noch, was ich noch und so weiter. Ein paar Sachen sind natürlich ohnehin geplant, aber das war tatsächlich eine spontane Eingebung dank eurer Gehirngrütze. Also, weiter geht's. Einer gegen Stolle. Neue Runde. Ihr seid wieder gut am Start. Ich habe diesmal zwar nicht 400 Wetten angenommen, wie gefühlt letzte Woche, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist die Sonne, die euch aufs Gemüt schlägt. Ihr seid voll im Wettwahnsinn. Und also bin ich es auch. Und fangen wir an mit der ersten. Die kommt von Thomas S. Der sagt, ich wette, dass Tom Brady in der kommenden Regular Season, im Kampf der laufenden Quarterbacks nicht letzter wird, aber trotzdem am Ende nicht mehr als 66 Rushing Yards erzielt haben wird. Wenn ich mit beiden Behauptungen richtig liege, musst du eine Sendung College Corner oder Concussion Protocol in einem Wurstkostüm moderieren. Wenn du mir sagst, wo ich es herbekomme, können wir das gerne machen. Liege ich einmal falsch, spende ich 25 Euro an die Sternbrücke und du musst deine Antwort auf eine Frage deiner Wahl aus Sachmastolle in Reimform vortragen.
Liege ich bei beiden falsch, werden es 50 Euro für die Sternbrecke. Also, 66 Rushing Yards. Ich kann gar nicht sagen. Tom Brady, 66. Klingt schon nach verdammt viel, ne? Da sie ja eine Menge Leute haben, die mit dem Ball laufen können, gehe ich davon aus, dass er... Na, du sagst, er schafft nicht mehr als 66. Ach. Na gut, dann sage ich, er schafft das. Er schafft mehr als 66 Rushing Yards. Ich traue ihm das zu. Er wird... Die haben auch schon Kai aus der Kiste geholt, dass er Bälle fangen soll. Und das hat nicht funktioniert, aber als Läufer... Also kann alles funktionieren. Die Saison ist lang. Also ich halte da völlig gegen. Und wie gesagt, wenn ich es nicht schaffe und du mir ein Kostüm sagst, wo ich es herbekomme oder selbst mir besorgst, kriegen wir auch das hin. Und die Nummer mit der Rhyme-Form, als sei es als Gedicht oder als Rap vorgetragen, kriegen wir irgendwie hin. Auf sogar eine Frage meiner Wahl. Okay, ja, kriegen wir hin. Henning B., der sagt, einer gegen Stolle, ich wette, dass die Oregon Ducks dieses Jahr in die College Football Playoffs einziehen und dass Justin Herbert die Heisman Trophy gewinnen wird. Eine zweiteilige Wette. Ja, habe ich mitbekommen. Falls ich mit beiden Teilen recht habe, spendest du jeweils 25 Euro an eine Organisation deiner Wahl. Falls nicht, spende ich selbstredend jeweils 25 Euro an eine Orga meiner Wahl, also seiner Wahl. Wenn aber nur ein Teil stimmen sollte, werden wir beide jeweils 25 Euro spenden. Da wir beide ja jeweils einmal recht hatten, ja, dann wäre das so. Reicht jetzt auch, würde mich freuen, wenn du sie annimmst, ist hiermit geschehen. College Football Playoffs für die Ducks, das ist nicht ganz abwegig, aber ich sehe tatsächlich vor allen Dingen Stanford als ein sehr heißen Kandidaten darauf. Die Heisman Trophy für Justin Herbert ist ebenso wenig abwegig. Aber die Tatsache, wenn man dann nicht ins College Football Playoff kommen sollte, dann wette ich, dass es auch jemand anders sein wird, der die gewinnt. Deswegen Wette angenommen. Und eine haben wir noch vom Jan Eckhardt. Der sagt, er hat eine zweiteilige Wette. Die erste habe ich ihm auf YouTube schon abgelehnt. Aber den zweiten Teil nehme ich an. Ich wette, dass ein Rookie der University of Alabama entweder in der Offense- oder Defense-Spieler, also Rookie of the Year, werden wird. Offensive Rookie oder Defensive Rookie of the Year, ein Spieler von Alabama. Gewinne mich ich mit einem Richtigen, musst du als Elefant verkleidet eine Folge moderieren. Gewinne ich beide, musst du zusätzlich eine Spezialfolge zu Alabama machen. Verliere ich eine, spende ich 50. Verliere ich beide, spende ich 100 Euro an eine Organisation deiner, also meiner Wahl. Schon wieder verkleiden. Ah, Wurstkostüm, Elefantenkostüm. Vielleicht kann man das auch in einer Sendung verbinden. Gibt es auch ein Elefantenwurstkostüm? Alabama Rookie of the Year. Ich glaube, meine Chancen stehen da ganz gut. Wenn ich mir den Draft angucke, Quinn Williams, Defensive Tackle und First Rounder. Jonah Williams, ein Offensive Tackle und First Rounder. Dass ein Defensive Tackle Rookie of the Year wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Jonah Williams hat sich schwer verletzt, haben wir mitbekommen, wird die ganze Rookie-Saison fehlen. Und als O-Liner hätte er da eh keine Chance. Josh Jacobs, der Running Back der Raiders, wahrscheinlich die beste Chance auf den Titel Offensive Rookie of the Year von den Alabama Products. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass er es werden wird. Ich sehe da tatsächlich eher die Chance für den einen oder anderen Wide Receiver. Irv Smith, Tight End bei den Vikings. Nun haben sie aber den Rudolph behalten. Das bedeutet aber auch für Irv, er wird natürlich ein bisschen weniger Rolle spielen im ersten Jahr. Damien Harris, Running Back für die Patriots. Ja, Patriots Running Backs. Da wird er eine Rolle spielen, ist überhaupt keine Frage. Aber welche? Sicherlich nicht die des Feature Runners, der plötzlich Rookie of the Year wird. Christian Miller, Edge Rusher der Panthers. Der hat sicherlich eine Chance auf Einsatzzeit, aber ist er dann Rookie of the Year für die Defense? Glaube ich auch nicht. Und alles, was dahinter kommt, Deontay Thompson, Ross Pierschbacher und so weiter und so fort, Mike Wilson und so weiter und so fort, sehe ich alles. Keine Chance auf Rookie of the Year. Deswegen glaube ich, als Elefant muss ich nicht auslaufen oder auflaufen, wie auch immer, rumlaufen. Und ich sage trotzdem, danke für eure Wettvorschläge. Bis nächste Woche.
Wie immer zum Schluss, sag mal Stolle, eure Fragen, meine Antworten, gut, schlecht, richtig, falsch, witzig, doof, wurscht, bist du durch. Also, BZ fragt, sag mal Stolle, wird Gruden, und damit die Raiders-Vorbereitung dieses Jahr eingeschränkt, weil Chucky vor der Kamera, was? Der Satz ist schwierig, aber weil Chucky vor der Kamera nicht den Bad Coach geben möchte und daher das Training vielleicht weniger intensiv werden. Also die Frage ist eigentlich, irgendwas fehlt hier in dieser Frage, aber ob der Gruden bei Hard Knocks quasi eine Soft-Version darstellt, kann ich mir nicht vorstellen. Das Gerücht habe ich jetzt auch schon gehört, aber ganz ehrlich, John Gruden ist John Gruden. Und John Gruden, grundsätzlich hat er sich, glaube ich, nie wirklich darum geschert, was andere über ihn denken. Er ist aber auch ein Medienprofi wie wahrscheinlich nur wenige Coaches und weiß auch, wie er polarisieren kann. Ich bin mir sicher, wir werden den einen oder anderen Vulkanausbruch erleben. Vielleicht sogar halbwegs gestellt, in Anführungsstrichen. Ich kann mir aber auch genauso vorstellen, dass der eine oder andere Vulkanausbruch nicht gezeigt wird, weil Ende des Tages ist es nicht so, dass die Jungs alles drehen und nicht vorlegen müssen. Also ich bin mir sicher, wenn es zu weit gehen würde, kann ich mir auch vorstellen, dass man in der PR-Abteilung der Raider sagt, den Teil müsst ihr bitte rausnehmen. Aber ja, ich glaube, keine Angst, wir werden Chucky sehen. Außerdem fragst du noch, warum sterben die Fullbacks aus? Und welcher ist dein Lieblingsfullback? Naja, Fullbacks, das hatte ich, glaube ich, letztes Jahr schon mal als größeres Thema. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Fullbacks, einfach nur aufgrund dessen, wie die Jungs aussehen, wie die Jungs drauf sind. Und dass sie total unterschätzt werden. Und ja, ich muss ja mal gucken, sich selber mal suchen. Irgendwann letztes Jahr habe ich dann auch wirklich analysiert, wie viele in den letzten Jahren überhaupt gedraftet wurden, wie viele Teams überhaupt noch mit dem Fullback spielen. Das hat natürlich auch mit den Veränderungen im Highschool- und College-Football schon zu tun. Das sehen wir ja immer mehr. Highschool- und beziehungsweise College-Elemente finden in der NFL statt. Und der Fullback ist da eigentlich selten noch ein Thema. Insofern stirbt er auch in der NFL mehr und mehr aus. Ich glaube, er wird nie ganz weg sein. Vielleicht erlebt er auch wieder eine Renaissance irgendwann. Alles Gute kommt irgendwann immer wieder. Mein Lieblings-Fullback, also der neueren Generation, ist natürlich John Kuhn. Witzig, ihm auf Twitter zu folgen, könntet ihr auch tun. War über Jahre hinweg einfach für mich der beste Fullback der NFL. Ganz wichtiger Bestandteil der Packers. Auch so eine klassische Fullback-Karriere. Ne? Wollte erst keiner haben, kleine Uni, bla, hin und her geschoben. Und dann kriegt er endlich dann doch nochmal eine zweite, dritte Chance und die nutzt er dann grandios aus. Quasi in meiner Jugend, schon lange her, Freunde, da war so ein Mike Allstadt so das Maß aller Dinge, aber ich war nie ein großer Mike Allstadt-Fan, weil für mich war Mike Allstadt, weiß ich nicht, also ein richtiger Fullback, also er war ein beschissener Blocker, war ein wahnsinnig guter Receiver. Und deswegen war er eigentlich nicht so der Fullback im eigentlichen Sinne. William Henderson war damals meiner, natürlich auch ein Packer. Willie war einfach auch so ein monströses Biest. Ja, ich weiß nicht, Fullbacks haben einfach irgendwas. Ich glaube, die Jungs wissen auch, dass ihre Rolle stark limitiert ist. Und gehen damit ganz entspannt um und sind einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich mag sie einfach. Ich mag sie. Ich bin für Fullbacks. Ja? Für mehr Fullbacks im Football. Vielleicht sollten wir daraus mal ein T-Shirt machen. Hallo, liebe Footballerei, wenn ihr mich seht, macht doch mal ein Fullback-T-Shirt. So, Kevin Betten fragt, sag mal Stolle, warum ist ein Matt Patricia nicht auf einem Hot Seat? Die erste Saison war ja nicht das, was man sich in Detroit erhofft hatte. Die Frage kam quasi zweimal. Auch Pat Shurmur wurde nochmal genannt, warum ich den letzte Woche nicht auf meinen heißen Trainerstühlen hatte. Also tatsächlich fände ich es ein bisschen seltsam, einen Coach nach einem Jahr auf dem Hot Seat zu setzen in seinem Team. Ich glaube, es gibt natürlich Ausnahmen, die Cardinals letztes Jahr, sorry. Aber in 99% der Fälle bekommst du als Head Coach 3 bis 4 Jahre Zeit.
das Ruder rumzureißen, weil du natürlich auch, da hängen ja viele Punkte dran. Ja? Wie ist dein Personal, wie ist die Salary Cap Situation, wie viele Draft Picks hast du? Das System, was du mit reinbringst, ist das für das Personal, was du hast, überhaupt umsetzbar? Dann müssen sie es alle lernen und so weiter und so fort. Also ich finde, man muss dann einem Team schon 2 bis 3 Jahre Zeit geben. Waren die Lions letztes Jahr enttäuschend? Klar waren sie es. Ich finde aber, wie gesagt, auch nicht, dass man sofort erwarten kann, dass es immer einen Mega-Turnaround gibt im ersten Jahr mit einem neuen Headcoach. Ich glaube, dass die Lions dieses Jahr definitiv mehr Rolle spielen werden in der Division. Sie werden durchaus auch Richtung Playoffs schielen. Womöglich erleben wir den ersten 1000-Yard-Rusher bei den Lions seit, keine Ahnung, Barry Sanders. Also ich glaube, dass Patricia da ganz genau weiß, wo er hin will. Pat Shurmur weiß es, denke ich, auch. Lief im letzten Jahr alles überhaupt nicht so schön. Da sind wir auch gespannt, ob die Offseason am Ende, ja, wie sehr, also man kann die Giants ja hassen, wie man will, und sich darüber aufregen, über all das, was in der Offseason passiert ist. Und da gibt es auch genügend Grund zu. Aber vielleicht ist am Ende all das genau das, was man braucht und haben will. Denn, machen wir uns nichts vor, für die Offense, die der Shurmur gerne sieht, ist ein OBJ nicht zwingend der richtige Spieler. Also ist ja auch einfach mal so. Also vielleicht, ne? Aber für mich sind beide definitiv nicht auf dem Hot Seat. Absolut nicht. Dann vielleicht eher nach der Gettleman bei den Giants, der GM. Aber die Coaches sind es im zweiten Jahr auf dem Hot Seat. Sehe ich eigentlich nicht. Dann müsstest du einen John Gruden ja auch auf dem Hot Seat setzen. Die Saison der Raiders war ja auch katastrophal. Und noch viele andere. Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Haben wir noch eine? Eine haben wir noch. Und zwar Thomas S. Nicht nur bei einer gegen Stolle am Start. Ey, Scheißhausfliege hier. Also, sag mal Stolle, wenn du Commissioner einer neuen NFL Europe wärst, in welchen Städten würdest du die, sagen wir mal, 8 Teams ansiedeln und wie würdest du sie benennen? Schöne Frage. Commissioner einer NFL Europe, das wäre natürlich schön, wenn ich es wäre. Das ist natürlich absolut absurd. Welche 8 Städte? Also grundsätzlich habe ich eins gelernt bei meiner Zeit in der NFL Europe. Es macht Sinn, das Ganze, auch wenn die Welt immer weiter zusammenwächst, was viele Menschen da draußen gar nicht so gut finden, aber auch wenn die Welt immer weiter zusammenwächst, hat es meiner Meinung nach schon Sinn gemacht. NFL Europe war am Ende halt eher lokal unterwegs. Und ich glaube, das ist nicht falsch, weil es schwierig ist, Vermarktung zu finden, die europaweit funktioniert, weil es schwierig, also sei es TV, sei es einfach nur Sponsoren, die ein Interesse daran haben, in 7 Ländern in Europa am Start zu sein. Die Reisekosten, Rivalries aufbauen, das ist, am Anfang gehen alle hin, weil sie es sehen wollen, aber irgendwann wird es ja auch, dass sich daraus was entwickelt, und das ist schwierig, wenn du gegen Teams spielst, die 2000 Kilometer weg von dir sind, da irgendwie eine Rivalität hinzubekommen. Deswegen, ich würde auf jeden Fall meine neue Heimat Frankfurt nennen, weil hier ist Football immer noch ganz, ganz groß. Der Name Galaxy ist hier immer noch ein absolut glaubwürdiger, angesehener Begriff. Deswegen, es würde auch 2.0 hier funktionieren. Düsseldorf musste dann natürlich auch nehmen. Auch Rheinfire war extrem, extrem gute Geschichte. Ich würde Hamburg auch wieder mit ins Rennen nehmen. Ich fand, wir bei den Sea Devils haben in den 3 Jahren mächtig was aufgebaut. Und Football ist in Hamburg einfach auch, das gehört einfach dazu wie der Hafen. Die 3 Städte würde ich auf jeden Fall ins Boot holen. Oh, dann wird es schon ein bisschen tricky. Tja, die Städte fände ich noch spannend. Also von den anderen Ex-Städten, also da war jetzt zum Beispiel noch, Köln war ja noch, Köln sehe ich nicht, das hat meiner Meinung nach nicht gut funktioniert in Köln, also ich weiß nicht, da hatte man sich wahrscheinlich erhofft, dass so eine Rivalität entsteht mit Düsseldorf, aber irgendwie Köln hat nie wirklich gut funktioniert. Berlin finde ich schwierig, ist ein verdammt schwieriger Markt, obwohl du natürlich auch genug Leute hast, die du begeistern kannst. Ist Football in Berlin, weiß nicht, also so richtig die Welle, habe ich das Gefühl, ist da nie übergeschwappt.
Dennoch finde ich, müsste man Berlin mit auf die Liste packen. Also, wenn man über große Städte redet und so, musste Berlin mit drauf haben. Dann hast du also Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin. Holen wir noch dazu. Wo Football auch ein großes Thema tatsächlich ist, ist nicht immer die Frage, ob das dann auch funktioniert, wenn man plötzlich da noch ein Profiteam mit reinholt, ist Warschau. In Warschau gibt es nämlich auch ein Team, was echt krass abliefert, wo auch so ein amerikanischer Mogul hintersteht, der da wirklich richtig reinbuttert. Und könnte ich mir auch vorstellen. Es würde tatsächlich noch räumlich gut dazu passen. Als fünftes Team, als sechstes Team würde ich dann. Ist natürlich auch mal hart, ne? Ich mache mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde bei den lokalen Teams in diesen Städten, weil die NFL Europe natürlich auch immer bedeutet, dass der lokale Markt natürlich auch unterstützt wird, hoffentlich von der NFL, aber trotzdem ist es natürlich schon, auch wenn die Saison, ja, es ist schon nicht hart, auch wenn die Saison natürlich viel länger geht im GFL-Football bzw. im nationalen Football, aber ich nehme trotzdem die Städte, wo ich sage, da ist auch Football-Begeisterung. Deswegen würde ich Innsbruck nehmen. Ich habe da jahrelang Football gearbeitet. Da wird Football wirklich gelebt. Da wird Football geatmet. Die Stadt ist richtig, steht hinter den Raiders. Wiener 1 ist ein hammergeiles Stadion. Wahrscheinlich das Beste, was für Football in Europa passieren kann. Ist der Markt groß? Er ist natürlich nicht so riesig in Tirol, aber ich glaube, da steht halt auch die Stadt mit dahinter. Dann ist da auch nur ein Stündchen bis München. Also ich glaube, da kannst du schon was hinzimmern. Würde ich als Standort spannend finden, als sechsten. Als siebten Standort könnte man dann auch noch Wien gleich mit dazu nehmen, denn auch da ist Football eine riesengroße Nummer. Und dann hat man gleich wieder das Thema Rivalität noch mit dazu. Und dann als Nummer 8... Tja, was nimmst du als 8er Team dann, ne? Jetzt wird's spannend. Also die sind jetzt doch alle ganz gut regional, nicht zu weit voneinander weg. 8. Team. Natürlich würde man an London denken, aber das ist eigentlich fast schon wieder zu weit weg. In meinen Augen. Boah, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwas in Skandinavien? Kopenhagen? Stockholm, so eine Orte vielleicht, dass man die mit reinnimmt. Ich weiß, Finnland ist ein großer Football, da wird Football groß gespielt. Schwierig. Paris, auch eine Stadt, in der Football eine Rolle spielt, eine wichtige. Aber beim 8. Team tue ich mich echt schwer, so eine Stadt rauszupicken. Ich sehe, die passt noch da gut dazu. Wahrscheinlich würde ich sagen, aufgrund der Entfernung und so weiter und so fort, würde ich mich wahrscheinlich für Paris entscheiden. Dann hat man noch so ein, das passt noch ganz gut zusammen. Wie ich sie auch noch benennen würde, ach scheiße, keine Ahnung, das dürft ihr euch aussuchen. Wie würde man die 8 Teams nennen? In Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Warschau, Innsbruck, Wien und Paris. Das dürft ihr euch ausdenken, schreibt mir gerne drunter. Da bin ich jetzt nicht kreativ genug um die Uhrzeit. Danke für die Fragen. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wurdet entertained. Ich freue mich wie immer auf eure Wetteinsätze, auf eure Fragen, auf eure Ideen, auf eure Kommentare. Feuer frei, würde ich sagen. Denn der Sommer beginnt. Es wird langsam wieder wirklich interessant. Macht's gut.